Hallo Marion, hallo nach Washington. Hallo, hallo from Washington, hallo Hamburg, hallo Steph. Wie schön, dass du heute Zeit hast. Es ist März 2021. Wir haben dich eigentlich letzten Mai schon an der Schule begrüßen wollen, dann letzten September, um mit dir gemeinsam an den Theaterszenen für unser Theaterstück zu deinem Leben zu arbeiten und vor allem an unserer Schulausgabe deines Buches. Jetzt ist ein Jahr später und die nächsten 9. Klassen lesen dein Buch und ich möchte dir heute eine Gelegenheit geben, ihnen Hallo zu sagen. Hallo, 9. Klasse. And again, hello, yeah. Und den jungen Menschen möchte ich eine Gelegenheit geben, zu sehen, was für eine Frau aus dieser jüdischen Kindheit in Hamburg, die ja sehr schrecklich war, schon erwachsen ist. Ja? Ja, ich bin jetzt eine Kämpferin gegen Krieg, gegen Bigotry, gegen Rassismus und alle anderen Arten von Discrimination. Diskrimination und möchte auch sehr gerne, dass junge Menschen diesen Kampf übernehmen. Wir haben wirklich nichts gelernt von der Vergangenheit, vom The Holocaust. Und es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mehr zusammenhalten, als wir vielleicht möglich finden. Aber wir müssen es versuchen. Wir müssen versuchen, mit Respekt aufeinander zu gehen und mit Toleranz. Und wir müssen vermeiden, das Hässliche und das Hassvolle. Ich habe jedenfalls das große Glück, dich schon seit ein paar Jahren zu kennen und deine engagierten Proteste. Heute möchte ich dich aber weniger dazu fragen. Wir haben schon ein Interview mit dir gemacht zu Black Lives Matter Ja, und deinen ja. politischen Aktivitäten. Das kann ich den Klassen ja auch zeigen. Aber heute möchte ich dir eine Chance geben, zu erzählen, wie es zu dem Buch gekommen ist. Du Okay. hast Kriegskind 2013 auf Englisch und 2016 wurde es auf Deutsch veröffentlicht. Was hat dich veranlasst, das Buch zu schreiben über deine Kindheitsgeschichte? Es ist erst angefangen, schon nach der Kriegszeit aufzuschreiben, was ich erlebt hatte, da ich so viele ängstliche Träume hatte, so PTSD, was es jetzt so erkannt ist als die Traumas, die existieren. Und ich habe angefangen, das zu schreiben, da ich gedacht habe, das wäre eine Therapie. So habe ich gedacht, es wird eine Hilfe sein, aufzuschreiben, was ich erlebte, sodass ich mich nicht dauernd quälen musste, mit der Erinnerung und in der Hoffnung, dass es irgendwie eine Hilfe wird. Ich bin angefangen, eigentlich in Deutsch zu schreiben, kurz nach der Kriegszeit. Und dann, wenn ich in New York angetroffen bin, habe ich dann auch ziemlich schnell angefangen, es in Englisch zu schreiben. Ja, und da habe ich so meine Erlebnisse aufgeschrieben, immer nur so teilweise. Ich war immer so begrenzt mit dem Bombing in Hamburg, da wir nicht in Bombshelters kommen dürften, da wir Juden waren. Aber ich konnte nicht darüber schreiben. Und da hatte ich dann auch eine Nacht einen Total Recall. Und habe das dann auch aufgeschrieben. Und dann, je mehr ich geschrieben habe darüber, wurde meine Bequälung erleichtert irgendwie. Und das erste Teil habe ich verloren in the Subway in New York. Und das war auch ziemlich gut, da das Schreiben nicht so gut war. Und dann kam ich in New York, gesehen, wie Diskrimination gegenüber Black People in Amerika. Wenn ich in New York angekommen bin und habe gemerkt, diese Diskrimination, wurde ich sehr aktiv in the Civil Rights Movement. Und dann habe ich das Schreiben einfach weggepackt. Und dann es kam zum Buch, wenn
George W. Bush, der ehemalige Präsident, einen Krieg angefangen hat, einen grundlosen Krieg. Und da habe ich gedacht, ich werde jetzt mein Manuskript wieder rausholen und ein Buch schreiben und versuchen es to get it published, da ich das Gefühl hatte, dass ich eine Stimme habe, die sehr wichtig ist in zeigen, was Krieg an Kinder antut. Mhm. Da Kinder so wenig in die Frage kommen, wenn Nationen Krieg machen. Die denken niemals an was zu Kindern passiert. Die sind einfach wertlos, haben keine Stimme, haben kein Geld und keinen Einfluss. Und da habe ich gedacht, ich muss jetzt das schreiben und ist auch rausgekommen. Und das ist der Anfang von diesem Buch. Da liegen ja fast 50 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten Schreiben und dann dem eigentlichen Schreiben an dem Buch. Ja. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wann hast du angefangen, über deine Erlebnisse in Hamburg zu sprechen? Das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe, war mit Daniel, mein amerikanischer. Ich glaube, Daniel ist irgendwo im Raum. Daniel. Hello, hello. Yeah, yeah. So delighted to be with you this morning. Thank you. Ich habe mit Daniel darüber gesprochen. Er war dabei, wenn ich so Reaktionen hatte, so Geräusche haben mich dann auch schon, jahrelang verfolgt. Ein Feuerwehr-Siren konnte mich auch total erschrecken. Die Feuerwehr Sirens waren auch ein Teil von, was ich gehört habe. Das Feuer hat auch ein Noise gehabt. Man konnte das Feuer hören und den Wind und auch die Sirenen von der Feuerwehr. Und dann war Daniel auch dabei, einmal, wenn das passierte. Und Daniel hat natürlich gefragt, was ist los? Warum hast du so viel Angst? Da habe ich ihm meine Geschichte erzählt und ganz schnell, nachdem wir uns getroffen haben, da war so Trust? Vertrauen. Ja, ich hatte total Vertrauen. Wir wohnten zusammen und dann waren auch meine Träume so schrecklich und dann ist er aufgewacht. Da ich dann geschrien habe oder geweint habe oder was immer diese Albträume veranlasst, so dann musste ich auch erklären, warum diese Träume, warum ich so angegriffen bin. Und dann hat Daniel gelesen, was ich geschrieben hatte und wir haben darüber sehr viel gesprochen. Und ich weiß, das hast du mir auch erzählt, dass Daniel dir geholfen hat, bestimmte Erinnerungen überhaupt anzunehmen und auch zu verstehen. Er hat dir erklärt, die du als Achtjährige damals, als du sie erlebt hast, gar nicht hast einordnen können. Deswegen ja sicherlich auch dein Interesse daran, deutlich zu machen, was Krieg in kleinen Kindern anrichtet, wenn sie... Meine Klasse hat gestaunt, wie gut und detailliert du dich an Erlebnisse und auch an Gefühle erinnern kannst. Kannst du dazu noch was erzählen? Ich weiß nicht, ob das jedes Kind dasselbe Verhältnis hat zu der Vergangenheit, das diese Kinder erlebt. Ich glaube, wenn ein Leben so traumatisch ist, und das sind die ersten Jahre des Lebens, wo da überhaupt keine tägliche Freude, ein Kind will doch mit dem Ball spielen oder Fahrrad fahren oder im Park spielen. Ich konnte keine von diesen Dingen. So, was ich erlebte, waren diese furchtbaren Ereignisse. Und die sind einfach drin geblieben, da war kein Weihnachten oder Geburtstagsfeier, da ich sagen konnte, oh ja, mein 6. Geburtstag bekam ich einen
Fahrrad oder was immer oder ein neues Kleid. Solche Dinge sind nicht passiert. Die einzigen Dinge, die passierten, waren Krieg, Verfolgung, die Vernichtung meiner Familie, das Wegschleppen meiner Oma und Onkel und andere Familie. Diese Erinnerungen sind so stark, die sind einfach drin, you know, wie das zum Beispiel mein Sohn erinnert sich noch auf sein erstes Trommelgerät, das er bekam, da er ein Drummer ist. Und er erinnert sich noch an solche Dinge und erinnert sich noch an Civil Rights Meetings, because his childhood was the Civil Rights Movement. So deshalb sind die Erinnerungen so scharf. Marion, du hast auch gesagt, andere Kinder erinnern sich vielleicht, dass sie zum 6. Geburtstag ein schönes Kleid bekommen hast. Ausgerechnet den 6. Geburtstag hast du gewählt. Ich habe heute Morgen, als ich an dem Layout gearbeitet habe, habe ich nochmal nachgelesen, wann der Schulunterricht für jüdische Kinder verboten wurde. Und das ist in mehreren Etappen passiert. 1937 wurden erstmal Sonderklassen eingerichtet. Ein Jahr später mussten die dann an Privatschulen. Und ausgerechnet im Jahr 1942 wurde für jüdische Kinder im Deutschen Reich der Unterricht komplett verboten. Und zwar im Juni, am 30. Juni 1942. Da warst du gerade sechs Jahre alt und wärst im August. Normalerweise gehen Kinder im August mit sechs in die Schule. Ja. Und für dich hieß es, nicht mal an eine Privatschule gehen. Nein. Gar nicht in die Schule. Und ich wollte immer auch zur Schule. Seit ich ungefähr zwei war, wollte ich unbedingt eine Schülerin werden. Ich habe diese Information eingefügt im Layout an der Stelle, wo du den Ranzen von deinem Vater bekommst. Du freust dich im ersten Kapitel so sehr über den Ranzen. Ja. Die er aus Belgien mitbringt. Und da habe ich an der Seite eingefügt, diese drei Schritte, die die Nazis gegangen sind, um den jüdischen Kinder. Ja, good, ja, yeah, very good, ja. Yeah. Ja, fantastisch. Übersetzt. She found out exactly at what stages it was forbidden for Jewish children, and it was special classes, then privat, and then the final absolute. And that was, you know, the year I would have started school. Oh. And I was 6 years old. Thank you for translating. I have one more question for you. Und zwar, hast du für das Buch eine für das deutsche Publikum ganz ungewöhnliche Form des Schreibens gewählt? Kreatives Schreiben kennen wir, das unterrichten wir auch in der Schule. Aber das Wort Creative Nonfiction kannte ich gar nicht, das habe ich von dir gelernt. Und interessanterweise, vor 2 Jahren auf der Deutschen Buchmesse gab es dann auf einmal ganz viele Neuerscheinungen, die eingeordnet wurden in diesem Bereich, die eigene Lebensgeschichte erzählen, aber dabei literarische Erzähltechnik verwenden. Im Deutschen heißt es jetzt Autofiction. Kannst du dazu noch was erzählen? Wie hat sich das Schreiben im Vergleich zu der ersten Fassung, die du in der U-Bahn verloren hast? Wie hat sich das ich kann dir ein Beispiel geben, und das Beispiel ist Uri. Da ich nicht dabei war, was Uri erlebt hatte, und nur was er mir erzählte, und was er mir erzählte, war nicht total, ich glaube, er hat auch manche Dinge auch verschoben. Verdrängt. Und so, ich habe dann die Freiheit genommen mit der Quapp-Geschichte. Quapp hatte 500 jüdische Frauen als Sklavenarbeiter gehabt. Und ein Schriftsteller hat ein Buch über diese Kraftgeschichte erzählt. Und das alles, was er geschrieben hat, war eine Tatsache. Und hat alles, you know, not creative fiction, it was total
Aber da war ein Teil, wo eine junge Frau escaped und ich habe dann die Freiheit genommen und dann habe ich von der Quap-Geschichte habe dann einer dieser Frauensklaven als Uris Schwester und das ist das Kreative und dann auch teilweise das Kreative ist, wenn ich in Quotes ein Gespräch geschrieben habe, das war dann eine Kreativ, da ich nicht dabei war, wenn manche Gespräche entstanden waren. Ich werde dich ein ganz bisschen enttäuschen vielleicht, wenn ich sage, und das ausgerechnet der Teil über Uri und seine Schwester bei uns in der Schulausgabe nicht mit erscheinen wird. Ich finde den Teil so erschütternd. Deine ganze Geschichte, deine Geschichte ist schon so erschütternd. Aber die Geschichte, die du von Uri und seiner Schwester noch erzählst, die ist, die mag ich mit einer 9. Klasse nicht lesen. Deswegen werden wir das Buch in Blankenese enden lassen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass meine Klasse und auch die Klassen meiner Kolleginnen, die jetzt dieses Jahr das Buch lesen, dass die noch ganz viele literarische Techniken finden werden, die du anwendest. Wenn ein Buch in der Schule gelesen wird, muss es immer auch untersucht werden auf die erzähltechnischen Mittel. Also wann spricht die Achtjährige, wann spricht die Erwachsene Marion, die zurückdenkt und reflektiert und genau, wann verwendest du direkte Rede, solche Sachen werden wir untersuchen. Das ist, glaube ich, so habe ich das verstanden, das Besondere an dieser neuen Technik, Creative Nonfiction, Autofiction, nicht nur einfach die Erinnerungen aufzuschreiben, sondern sie richtig wie eine Geschichte zu erzählen. Nein. Marion, mein ganz großer Dank an dich, dass du das Buch geschrieben hast und auch, dass du bereit warst für dieses Gespräch. Danke deiner Klasse und ich danke dir. Ich freue mich, dass ihr ein Buch schreibt über das Buch. Ja. Ich finde es ganz toll und ich bedanke mich und freue mich schon, euch alle zu treffen dieses Jahr. Von wann bis wann hast du in Hamburg gelebt? 2000 bis 2008, glaube ich, oder 7 oder 8, ja. Ganz schön, ja. Und ich freue mich schon, zurückzukommen. Und wir sind zurück nach Amerika gegangen, wenn Obama seinen Campaign angefangen hat. Wir wollten dabei sein, einen Black American Präsident zu haben. 7 Jahre gelebt und viele Freundschaften gemacht und viele Erlebnisse gehabt. Und es war auch ein bisschen schwer für mich. Und ich bin niemals so alleine irgendwo hingegangen, da ich mich nicht getraut habe, da ich nicht genau wusste. Da, you know, ab und zu habe ich gehört, was Leute denn so sagen über andere Leute. Nicht immer Juden, aber auch Leute von anderen Ländern oder Farben oder sowas, habe ich mich ganz getraut. Unsere Freundschaftsgruppen waren sehr viel Gay Men und you know, die sind offener als andere Menschen irgendwie und ja, und wie gesagt, Freundschaften gemacht, wie mit dir, you know, einfach Liebe. Irgendwie dann became the more important part of. And those were also the same years that you were writing. Yes. Kriegskind or. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So that for Elena and Helene is probably important to know that the book you read was actually written in Hamburg. Yeah. And so it's Hamburg ausgekommen. Aber ich habe in der Forschung. Sind wir dann auch, da sind sehr viele Dokumenten, dass als ich als Holocaust Survivor kann gar nicht angucken. Die sind irgendwie so unter, ja, die kann es nicht hingucken. Und da hat jemand von der Regierung, von der Hamburg-Regierung mich hingebracht. Und Daniel hat ganz
heimlich ein paar Dinge fotokopiert für uns. Aber ich, wir waren dann irgendwo, wo wir auch gesehen haben, wo meine Familie ermordet wurde, welchen Datum und so weiter. Und da wurde ich beinahe ohnmächtig. Und also einige Dinge konnte ich gar nicht mitmachen. Und so Daniel hat, die meiste Forschung kam dann von Daniel. Oder ich, das war mir sehr, hat mir sehr weh getan. Und auch zu schwarz und weiß zu sehen, war irgendwie, konnte ich nicht ertragen. So Daniel hatte dann, die meiste Forschung kam von Daniel. Also du meintest, dass du, also als du in Hamburg angekommen bist, dass du dich wieder mit Inge getroffen hast. Ja. Yeah. Hattest du davor keinen Kontakt mit Inge? Nein, nein. So when the war ended, life was so strange. I know my that probably Inge came and visited, but it made no impression on me because it was always my parents dealing with other adults. The world was so difficult, and obwohl ich den Krieg überlebte, the Verfolgung von Juden war immer noch ganz stark. Und wenn wir in Hamburg waren, habe ich dann mit Inge wieder zusammengekommen. Inge ist vor mehreren Jahren gestorben, aber von ihr habe ich so viel gelernt. Ich konnte nie sagen, warum war ich alleine mit meiner Mutter in den 10 Tagen und Nächten during Operation Gomorrah. Und habe immer gedacht, wo war Rena? Ich wusste, dass Helga mit einer Familie war, da sie ganz arisch aussah, mit sehr blonden Haaren. Und dann hat Inge mir erzählt, dass, wenn es angefangen ist, hat sie Rena mitgenommen. Und Rena wohnte in diesen Tagen bei ihr. Und dann habe ich auch von ihr gelernt, dass, und von der Historian, habe ich sehr viel gelernt über meinen Vater, dass er im Gefängnis war, nicht für seine Untergrundaktivität, aber für, dass er Juden geholfen hat. Another interesting thing about our life in Hamburg, it was made possible in part because she was working on the book and yeah. We got a visa as foreign journalists. And then she was given her citizenship back. Oh, there was ein Freund von, wir haben dann Freundschaft gemacht von einem Mann, der wichtig in NDR war. Und wenn wir in Hamburg wohnten, habe ich nicht meine Geschichte erzählt. Ich wollte das einfach nicht. Und dann ein wenig mit 2 Freunden habe ich ein bisschen erzählt. Daniel ist derjenige, der davon erzählt hatte. Es war mir peinlich, aber ich wollte auch nicht, dass unsere Freunde es als peinlich gefühlt haben oder schuldig gefühlt sein sollten für was die Großeltern oder Eltern nicht gemacht haben oder gemacht haben. Und da hat dieser Mann, der irgendwie erfahren hat, was meine Geschichte war von einem Freund von uns, und der hat zu mir gesagt, schreib doch mal an, ich weiß nicht, wie die Behörde heißt, und erzähl deine Geschichte. Und erzählt, wir mussten immer dann 3 Monate raus, wir mussten immer raus und dann wieder zurückkommen und einen neuen Stempel im Passport haben. Und da waren wir so kurz davor, wieder rauszugehen. Da waren wir schon in Malta. Dann Malta became auch ein EU-Country. Und so müssen immer weiter forschen für ein Country, das nicht EU angehörte.
Dann hat er gesagt, schreib du dieser Behörde und erzähl, dass du ausgewandert bist, nicht für Vergnügen, aber da du verfolgt wurde und dass du gerne dein deutsches Staatsangehörigkeit wiederhaben möchte. Und da habe ich diesen Brief geschrieben und dann so, ich glaube, ein Jahr oder so oder vielleicht mehr vergangen, nichts gehört und habe schon beinahe vergessen. Und dann habe ich eines Tages einen Brief bekommen und da haben die gesagt, soll mich anmelden irgendwo. Und dann eines Tages habe ich dann einen deutschen Pass gehabt. Now we will talk about America. Also wir haben sehr wenig über deine Ankunft in den USA erfahren. Deshalb sind noch einige Fragen bei uns offen. Und die erste Frage ist, wie groß war die Hilfsbereitschaft bzw. die Ablehnung dort? Ich bin mit einem Studentenvisa nach New York gekommen. Und da waren nicht wie heutige Immigranten oder Menschen, die zum Beispiel von Syrien oder Libanon oder irgendwo von Torture wegfliegen und Krieg wegfliegen und wollen in die EU. Es war ganz anders. Ich hatte ein Studentenvisa und meine Mutter lebte schon mit ihrem Mann in New York. So, es war einfach, ich bin angekommen, zur Schule gekommen, in die Universität. Also hat deine Mutter mit ihrem Mann auch in New York gelebt und hast du dann bei denen? Ja. They moved later to California und ich bin in New York geblieben. Ich habe mich total verliebt in New York. Ich bin in New York geblieben, da habe ich auch Daniel getroffen. Litten Sie in New York, ich sag mal, Andersartigkeit Ihrer kulturellen Herkunft? Also ich will jetzt nicht Andersartigkeit sagen, also weil Sie halt jüdisch waren? Das spielte überhaupt keine Rolle. Dass ich Jude war, spielte überhaupt keine Rolle. Nur in Deutschland spielte das eine Rolle. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass Black Americans were treated differently and were not treated with respect or tolerance and were discriminated against. And habe ich gedacht, das scheint mir sehr viel wie Deutschland. Es scheint mir sehr ähnlich, wie ich eben auch nach der Kriegszeit immer beschimpft wurde, die Schüler in meiner Klasse oder die Lehrer in allen Fachen immer sehr antisemitisch waren und immer das Leben sehr furchtbar schlimm gemacht hatten für mich. Und da habe ich gesehen, wie dasselbe passiert to Black people in New York und bin gleich angefangen, dagegen zu kämpfen. Aber meine Mutter hat für eine Versicherungsgesellschaft gearbeitet und wenn die entdeckt haben, dass sie Jüdin war, wurde sie entlassen. Also gab es doch noch Diskriminierung? Ja, absolut. Aber ich persönlich, aber es war nicht so offen. Wie in Deutschland? Ja, es war eigentlich, aber ich habe auch niemals gesagt, dass ich Deutsch bin, da ich habe mich so geschämt, Deutsch zu sein. Und ich hatte einen ganz komischen Akzent, da ich meine erste Sprache, wenn ich ganz klein war, war Französisch. So mein Akzent war ganz komisch. So keiner konnte wirklich ganz schnell sagen, oh, du bist Deutsch oder du bist dies oder das. Oder ich habe das nie geantwortet. Ich wollte immer vermeiden zu sagen, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich wollte das absolut. Ich war so, es war nicht irgendwie Hass, aber ich wollte nicht zugehören zu einem Volk, das sowas gemacht haben, wie die Nazis das gemacht haben.
Und ich wollte einfach nicht dazugehören. So, ich wollte das irgendwie vermeiden. Wenn unser Sohn ganz klein war, war ich mit einem Freund zusammen. Ein Freund von Daniel und von mir. Und wir beide waren irgendwo zusammen und haben über viele Dinge gesprochen. Auch Diskrimination und verschiedene Dinge. Und da habe ich irgendwas zu ihm gesagt. Ich weiß auch gar nicht, was genau, aber irgendwie kam heraus, dass ich was ganz Hässliches gesagt habe über deutsche Menschen. Oh, da immer noch dieses Erlebnis in mir lebte, so lebendig irgendwie, war immer so ein Teil von mir, dass ich nicht wegkommen konnte, you know, dass alle meine Familie ermordet wurde. Ich kam niemals davon weg. Und da hat Max zu mir gesagt, aber Marion, ich habe immer gedacht, dass du bist die tolerantste Person, die ich jemals, er war ein Schwarzer, ein Black American. Ich habe immer gedacht, dass du die tolerantste bist, dass du überhaupt niemanden hast oder niemals gegen jeden Mensch gesprochen hat. Und ich bin so enttäuscht. Und das habe ich nachgedacht und habe gesagt, ja, ich muss darüber nachdenken jetzt. Und da habe ich gedacht, ja, Kinder, auch Monika, mit dazu Monika, Kinder in meinem Alter waren nicht schuldig, was passierte. Auch vielleicht nicht die Schülerinnen in meiner Klasse, die haben nur weitergemacht, was ihre Eltern gesagt haben. Und dann so langsam habe ich auch gedacht, ich habe auch so viele Jahre, wenn ich ein ganz kleines Kind war, bin ich immer eingeschlafen und mir vorgestellt, was ich machen würde zu den zwei Gestapo, die meine Großmutter abgeholt haben, habe ich immer gedacht, was furchtbar, alles Mögliche Furchtbare, das ich mir vorstellen könnte, wollte ich machen. Und hatte immer in Erinnerung die beiden Gesichter und die Art. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie ganz spät in meinem Leben, dass ich vergessen habe, wie die aussahen. If you're not getting too tired, I would love to intervene. Because I was so moved when you said you were ashamed of being German. When you first came to New York, you were ashamed. Yeah. You didn't want anybody to know you were German, because this is a feeling that I was born in the late 60s. Yeah. So at a time you were talking about, like, even in 78, people in Germany were still saying, we didn't know of this. And it's right. We don't want to talk about it. So my teachers in school, they, if anything, they taught us, be ashamed of being German. So I found myself, when I was, you came to New York when you were not even 20. Yeah. When I was in my 20s, early 20s, I went to Britain and I tried to blend in and adopt an accent in order to not be detected as being German. Yeah. So I thought, how does... I was so shocked to hear that you felt ashamed of being German while you were on the other side. You were a victim. Yeah. And I was wondering, I was once again thinking of Yuri and his act of saying, es ist immer jetzt. I don't want to know about this past. Was it also a way of saying... Or the future, Don't ask me about my German history. It's, I don't want to talk about it. Yeah. And the other relation I made, I don't know if you had a chance to watch Die Kinder von Blankenese. I did. At the very end, there was this one boy saying, and then we finally came to Palestine and they were beating us. They were discriminating against us. And I know Yosef. I know him. They were saying, well, why did you let
these Germans do this to you, you are weak, you're bad, you should have resisted. Yeah. That is still, you know, they still, they say that, you know, why did you let this happen? You know, that is still a dialogue on the other side is, you know, it's all your own fault. Also das nächste Thema ist die Vaterszene und was genau war da passiert? Mein Vater war dann gezwungen, gefesselt an einem Laternenpfahl, gefesselt und beinahe totgeschlagen. Die Nazis wollten, dass er seine Frau verlässt und seine Familie. Und das hat er nicht getan, er hat gesagt, das mache ich nicht, ich werde das nicht machen. Und dann so eine Seitennote. Sehr viele arische Männer haben ihre jüdischen Frauen verlassen. Sehr viele arische Frauen haben ihre jüdischen Männer nicht verlassen. Die Frauen waren mehr loyal zu ihrem Ehepartner als die Männer. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als das geschehen ist? 3 Jahre. Dann haben sie auch sein Geschäft weggenommen und dann musste er auch in die Armee. Er war in der Luftwaffe eingestellt. Mein Vater war Pazifist. Er wurde dann nach Belgien geschickt und dann hat er Juden in Belgien geholfen, den Nazis zu entkommen und Juden zu retten. Und dann wurde er entdeckt und ins Gefängnis, dann eingesperrt für viele Monate. Ich wusste, dass er im Gefängnis war. Und da wir, wenn wir zu der Gestapo gehen mussten, haben die zu meiner Mutter gesagt, dass mein Vater im Gefängnis war. Und ich war überzeugt, dass er im Gefängnis war, da er im Untergrund war. Und dann habe ich erst erfahren von einem Historiker in Deutschland, dass er im Gefängnis war, da Juden geholfen hat. Und das war eine Todesstrafe. Du konntest Juden nicht helfen. Das war dann eine Todesstrafe. Und dann haben sie ihn entlassen und zu der russischen Front geschickt. Und da hat er sich geweigert, an Russen zu schießen. Und dann hat er gesagt, es waren junge Männer, die waren noch Jungs, die waren noch gar nicht erwachsen und er wollte nicht jemanden töten, er wollte nicht damit leben, dass man einem Mensch das Leben wegnimmt. Und wann hat dein Vater dir das erzählt? Ja, mein Vater hat niemals davon geredet. Ich habe das von meiner Mutter erfahren. Sie hat mir das erzählt. Und er hat auch niemals davon gesprochen, was in Belgien geschehen war. Das wurde mir erzählt von Menschen, die er gerettet hat und geholfen hat. Und die haben mir erzählt, wie fantastisch er war in der Zeit. Du sagtest ja gerade eben, dass du es von deiner Mutter erfahren hast. Ja. Also wann hast du es erfahren? Wie alt warst du an diesem Zeitpunkt? Das erste Mal, nach der Kriegszeit, wenn mein Vater sehr krank war und jedes Mal, wenn he had to pee und dann immer geblutet. Und dann habe ich einmal gesehen, wenn er aus der Toilette kam, dass er ganz blutig war. Und da hat meine Mutter mir erzählt, dass wenn er geschlagen wurde, dann waren seine Nieren ruiniert und deshalb hat er sein ganzes Leben gelitten von dieser Schlagerei und hat immer sehr viel geblutet. Diese Dinge habe ich erst, you know, alles erfahren. Viel, viel später. Und das Leben war auch dann so wie Uri gesagt hat, Zeit ist jetzt, alles war in dem Moment, du wusstest gar nicht, ob im nächsten Moment die Gestapo kommt und dich abholt oder, you know, oder du wirst verraten. You know, das Leben war einfach sehr bedrohlich. Jeder Moment war eine Bedrohung.
Wie bist du in der Kirche so schlagfertig auf die Frage gekommen, ob denn Maria keine Judin gewesen sei? Also habt ihr zu Hause viel über Religion gesprochen, sei es Judentum oder Christentum? Nein, wir haben, es kommt dadurch, dass ich mit Monika gespielt habe und sie hat mich dann plötzlich Judenschwein genannt und andere Schimpfworte, alles zu tun mit Jude. Und ich hatte keine Ahnung, was überhaupt die Bedeutung war und bin dann weinend nach Hause gekommen und meine Mutter gefragt, was heißt das? Ich wusste, was Schwein war, da ich immer so Marzipan, Schweinchen gern gegessen hatte, aber ich wusste nicht, was das bedeutet, Judenschwein. So wollte dann zusammenbringen, das Marzipan und Jude. Und dann hatte meine Mutter erklärt, dass Jude Judentum Religion war und dass im Christentum auch der Anfang war, der Maria und Jesus Juden gewesen war. Und da ist dann noch im Kopf geblieben, wenn die Frage in der Kirche, wenn wir angeschimpft wurden, dann habe ich erinnert, dass meine Mutter gesagt hat, dass Maria und Jesus Juden waren. Und so, es kam nur dadurch, dass Monika mich Judenschwein genannt hat. Sonst haben Sie aber nie über Religion. Nach dem Krieg hat mein Vater sehr viel über Religion gesprochen, aber alle mögliche, Muslim, Buddhism, Judaism, Christianity, alle mögliche, und hat gesagt, was du willst, du hast die Wahl, da sind so viele Religionen, du kannst wählen, was du willst. Aber vorher, Religion war nicht ein wichtiges Thema in unserer Familie. Und nur da, durch der Kriegszeit, ist das erst angekommen. Your grandmother was. Und so. Und meine Mutter hat dann auch, war auch die erste in ihrer Familie, die außer der Religion geheiratet hat. So, das antwortet das deine Frage. Ja. This question relates about Inge staying during the bombing. So okay. Our question is, hast du dich schuldig gefühlt oder ja? Nein, ich hatte mich überhaupt nicht schuldig gefühlt. Es erste war auch ein falscher Alarm. So, da waren die ersten zwei Andeutungen, dass Flugzeuge gekommen sein sollten. Und Inge ist geblieben. Ich kann mich doch nicht erinnern, was in ihrem Kopf war. Sie hat auch nicht gesagt, was in ihrem Gedanken war. Aber ich dachte, dass sie bei uns geblieben war, weil der Angriff gekommen sein sollte. Aber dann das Dritte war dann alles klar und dann ist sie auch aufgestanden und nach Hause gegangen. Aber ich habe auch nachher mit ihr darüber gesprochen und sie hat gesagt, dass sie wusste, dass wir nicht in Shelter gekommen könnten. Ist sie bei uns geblieben. Aber das war auch vor dem großen Angriff. Da waren immer dauernd Angriffe in Hamburg. Und das war ein Angriff. Über 100 Bombs. Und ich hatte mich überhaupt nicht schuldig gefühlt. Ich habe gedacht, dass sie auch mit meiner Mutter ganz vernünftig und ruhig gesprochen haben, da war ich überhaupt nicht beruhigt in dem Sinn von Inges Seite. Ja. Und die zweite Frage ist halt, inwiefern war Inges Mut in dieser Situation für dich prägend?
In dem Moment war sie nur so, ich wusste, dass sie wichtig war in dem Verhältnis zu dem Untergrund und mit meinem Vater, dass sie der, so der, wie sagt man, diejenige, mit der wir sprechen konnten und mein Vater. Und sie war dann immer so der Mittelpunkt. Und ich fand sie sehr mutig. Später, you know, wenn der große Angriff kam und sie nach uns zu Hause gekommen sind. Ich war auch sehr jung, so es war mir auch gar nicht total klar. Ich wusste die Gefahr, aber ich wusste auch, dass Inge nicht die gleiche Gefahr hatte. Ja. Ich habe sehr viel gelernt in 2000, glaube ich, wenn sie noch am Leben war. Und da haben wir sehr viel darüber gesprochen. Ich war so klar, so jung, da waren mir nicht so viele Dinge sehr klar. Und da konnte ich sehr viele Fragen stellen. Und dann habe ich sehr viel mehr erfahren als ich wusste als Kind. So, she was like a secret agent. First question is, wieso hattest du dir von deinem Vater eine Uhr gewünscht? Ich wollte erwachsen sein. Ich habe gedacht, eine Uhr, you know, das war irgendwie, ist nicht die, eine Uhr, jetzt kannst du sie für 10 Euro kaufen oder vielleicht auch billiger und du schmeißt einfach die Uhr weg, wenn sie nicht mehr passt. Aber ich sehe auch jetzt, wer deine Generation überhaupt nicht mehr Uhren tragen. Aber das war dann auch so ein Symbol of, weiß ich nicht, erwachsen zu sein, wichtig zu sein, irgendwie. Ich wollte einfach eine Uhr haben. Ich hatte gedacht, das wäre das Schönste, das ich überhaupt mir wünschen konnte. Und dann zu meinem Geburtstag habe ich dann eine Uhr bekommen. Und da habe ich mich auch sehr gefreut und jede Sekunde auf den Arm geguckt und zu sehen, you know. Ich hatte gedacht, you know, alle sollen sehen, dass ich jetzt eine Uhr habe. Ich habe in Uri erkannt, dass er so irgendwie auch wie ich war, alleine und zurückgezogen. Und ich wusste auch, dass er sehr gelitten hat, aber ich wusste nicht, was er gelitten hat. Und ich wollte, und ich fand ihn auch sympathisch in dieser Einsamkeit, es hat mich irgendwie angezogen, aber er hat niemand mit mir gesprochen und hat mich immer so, you know, weggestoßen. Ich war auch jünger als Uri und da habe ich gedacht, ich schenke ihm einfach meine Uhr und vielleicht wird er dann freundlicher sein und mit mir sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Uhr ja auch sehr viel bedeutet hat, wie ja. So das Herz gebracht, sage ich mal, die dann Uri zu schenken. Ja, you know, es war ein ganz spontaner Akt, den ich habe das nicht vorausgedacht. Das war nur so ein spontaner, momentan habe ich gedacht, das Schönste, was ich Uri geben kann, ist meine Uhr. Und zu ihm sagen, dass ich gern Freunde sein will, nicht Freunde im freundschaftlichen, seelischen Sinn. Und dann hat er die Uhr auf den Boden geschmissen und raufgetrammelt und da war ich sehr erschrocken und erstaunt und das hat mich sehr beeindruckt.
hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe gedacht, das ist, was er getan hat, war irgendwie für ihn sehr wichtig. Und es war eine Wichtigkeit, die dahinter steckte, die ich erkannte, aber nicht wusste genau, was es war. Aber ich wusste, dass irgendwas Bedeutendes war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er die Uhr nicht leiden konnte oder dass er mich nicht leiden konnte. Es war einfach, weiß ich nicht. Ich habe meinen Vater so angelogen und gesagt, dass ich die Uhr verloren habe. Und er hat auch, er hat das so einfach angenommen. Die Uhr war verloren und solche Dinge passieren, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Seitengeschichte. Wenn mein Vater angekommen ist in Amerika, uns zu besuchen, da waren wir in New York. Und da sind wir auf der Fifth Avenue lange gegangen und dann so ein ganz elegantes Geschäft vorbeigegangen. Und da hat mein Vater zu mir gesagt, lass mich eine Uhr für dich kaufen. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte keine Uhr. Und da habe ich ihm auch endlich erzählt, was geschehen ist mit der Uhr. Und ich habe gesagt, seitdem möchte ich keine Uhr haben und habe niemals eine Uhr getragen. Und er hat gesagt, du konntest mir das auch erzählen in der Zeit und ich werde das schon ganz verstehen und vielleicht auch ein bisschen mehr erklären können. Und dann hat er mir eine Kette gekauft und hat gesagt, solche Kette würde deine Oma getragen haben. Und dann war das die Geschichte erledigt. Aber in sehr vielen Situationen wollten Freunde und auch Fremde mir Uhren schenken. Und mein ganzes Leben lang wollte jemand mir eine Uhr schenken. Das habe ich immer abgelehnt. Ja, also jetzt bin ich wieder dran. Und zwar, Uri meinte, es ist immer jetzt. Also was denkst du, was Uri mit es ist immer jetzt meinte? Er war nämlich sehr jung und du auch und ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass das mir nicht erklärt hat, dass er meinte, dass das Leben für ihn, auch für mich, war niemals so, dass du wusstest, ob du noch am Leben bist, den nächsten Tag oder auch die nächste Stunde, dass du irgendwie tot sein könnte, ermordet werden könnte. So, du bist jetzt am Leben, so jetzt ist der Zeitpunkt. Aber ich habe das einfach so akzeptiert und und darüber nachgedacht, aber ich wollte auch nicht so viel proben. Ich wollte ihn auch allein lassen und ihm Zeit lassen, mir seine Geschichte zu erzählen und nicht immer sagen, was war denn und was war das. Ich wollte, dass er die Freiheit hatte, darüber zu reden. Aber ich kann auch sagen zu euch, was stellt ihr euch dabei? Was stellst du dir vor, dass Uri meinte, wenn er das gesagt hat? Was denkst du, was er meinte? Das ist jetzt, jeder kann darüber nachdenken und sich vorstellen, was er dabei meinte, da er das nicht klar dargestellt hat, anderes als zu sagen, jetzt ist, I sometimes have the feeling that maybe it's also about trying to forget the past. That the past, Yuri's past was so dreadful that he was so relieved that finally the past was finished and there was a now, a jetzt. Yeah. Like having a watch would remind him that there was time before and time to forget. Yeah.
Aber ich glaube auch, dass sein Leben vor diesem Moment war auch immer so schrecklich, dass er überhaupt gar nichts mit Zeit zu tun haben wollte. I love the way you said you realized how important it was for Yuri to smash the watch. You couldn't explain it to yourself, but you realized it was important. Yeah. Du hast es erkannt, hast du gesagt. Du konntest es nicht zuordnen, aber du hast es erkannt. So wie du das schilderst, klingt es für mich fast als an act of liberation. Befreiung von etwas. Ja, es war es auch. Ich war nicht böse, ich hatte es überhaupt nicht übel genommen, überhaupt nicht. Ich war nicht wütend, gar nichts. Ich habe gesagt, da ist irgendwas ganz Wichtiges dabei. Und ich wusste das. So, ja. Yeah. Well, thank you for sharing with us. In 78 bin ich in Hamburg angekommen und da habe ich mit jemand gesprochen und die haben gesagt, ach, das ist doch die Zeit, die ist schon vorbei und so viel gehört, das stimmte gar nicht und wir wussten gar nichts davon und manche haben gesagt, das war alles eine Lüge und sehr viele solche Dinge. Und dann habe ich auch in Hamburg gewohnt von 2000 bis 2007 oder 2008. Und da hat der Spiegel sehr viel Dokumentes gemacht und darüber gesprochen, über die Kriegszeit. Und ganz offen gesprochen, was die Deutschen in der Nazizeit gemacht haben. Und das war auch dann ohne irgendwie das zu vermeiden, ganz offen haben die darüber gesprochen. In einem Teil wurde es gezeigt, dass keiner konnte sagen, dass er oder sie nicht wusste, was passierte, da die Juden von ihrer Wohnung weggetrieben wurden und die dann reingegangen sind und alles geklaut haben. Und die haben auch gesehen, wie sie durch die Straßen geführt wurden, genau. Und das hat der Spiegel das so ganz klar durchgestellt. Und dann haben die auch noch was gesagt, das mich wirklich sehr beeindruckt hatten. Und das war, dass die Gestapo nur ungefähr 10% von den Juden they didn't know where to find the Jews, only 10%. The rest, all the others were denounced, denunziert. By their Nachbarn und Freunden und alles so. Es 90% von Juden wurden betrogen. Wie der Junge in deinem Haus, dem das Fahrrad versprochen wurde. Ja, genau. Ja, also du meintest, dass du, also als du in Hamburg angekommen bist, dass du dich wieder mit Inge getroffen hast. Ja. Hattest du davor keinen Kontakt mit Inge? Nein. Ich hatte auch keinen Kontakt mit Erich, mein Cousin. Mein Vater, er war eins von 9 Kindern, er hatte 6 Brüder und 2 Schwestern. Und seine Brüder waren im Untergrund. Einer war tortured in France, and another one was killed in France. They were in the underground in France. And others, had various involvements. One of his sisters had married a Nazi and told my father that he could come and visit them, but he had to leave his Judenschwein family at home. And so my father had no contact with that family. He met his sister, but always alone in somewhere. But I had never met that family. I also
had not had any contact with Eric. I think we played together when we were very, very small, you know, like 2 years old or something like that. And then, of course, you know, the war came and we were in hiding. And they were German, so they didn't have the same situation. So when the war ended, life was so strange. I know that probably Inger came and visited, but it made no impression on me because it was always my parents dealing with other adults. And the world was so difficult. And obwohl ich den Krieg überlebte, the Verfolgung von Juden war immer noch ganz stark. When I was finally allowed to go to school in Hamburg, and my teachers were Nazis, and my classmates, they were young as well, but their parents were Nazis. So I was spat at, I was called all kinds of horrible, horrible names, and teachers were mean to me, so I always wanted to go to school. Since I was about 2 years old, I wanted to go to school. And then when I was finally allowed to go to school, my experience was so horrible that I would come home and cry. I would beg my father, don't make me go back to school. And my father said, you have to learn to speak up. They are wrong. You are not wrong. They are wrong. And my father told me, you have to do that. But my father was also, I thought, unfair, because he told me 7 million people died and you survived, and therefore you embody 7 million people. That's too much for a 9-year-old child. But I did finally one day stand up on my desk and told my teachers and my classmates that they were wrong, that I was not subhuman, you know, that I was just a little girl wanting to learn. It made no difference. They hit me on my way home to school anyway, and my teachers treated me badly, but I learned to speak up. And my father said, speak up. That is still, you know, they say that, you know, why did you let this happen? You know, that is still a dialogue on the other side, is, you know, it's all your own fault. And especially with anti-Semitism becoming stronger. But it's also the Blankenese reunion in 2004 was so amazing, because we were such a happy group of, you know, pretty old, some of them pretty old, but all of us, you know, had become adults. We had families, we had made new lives, and we were alive. And so I think that the people from Blankenese who had organized it were just amazed at how happy we were, and how we had so much fun together, and how the celebration of being alive was so apparent in our, you know, being together. We were together the way we couldn't be together when we were children, because of all of our traumas. You know, we had all come from such horrible experiences. They were all different experiences, but they were all horrible. Every one of us had suffered so much. And here we were, more than 50 years later, that, you know, probably the people from Blankenese had never seen people as happy as we were. And but we also talked to students during that time. And Yusuf and some other people who were talking, and I was with Yusuf in a class, and he said he hated all Germans. And he told the young people in this class that he hated them, that they were German, and he hated them, and he never wanted to stop hating them. He hated them with every part of his soul, his mind, his body. He hated Germans. So I spoke after him, and I told the students that I could understand why he said that, but that I felt
that they had no responsibility what happened, and that I'm sorry that Joseph felt that they too were included in his feelings. And I said, you're not included in my feeling. Oh, I don't hate you. And I don't hate your parents. I don't even hate your grandparents. But what I want you to do is to talk to your parents, and I want you to talk to your grandparents, and I want you to ask them, what did you do or what did you not do when that happened? And were you a Nazi? And did you help or prevent what was happening? And I said, this is how you can go on. This is what your responsibility is right now, is for you not to just let it go and just do nothing and not want to know what happened in your family. And I'm sorry that Josef felt that way. But Josef, when we went to visit him in Israel, he still felt that way. We talked about it a lot. And this is what, it's scary now because it's everywhere. This anti-other people is everywhere. It's in Germany with the AfD. It is here with so many different groups with their hateful agenda. And, you know, it's in Poland and it's in Hungary and it's in France. It's everywhere. Is these, the right wing is getting stronger. So the people who are the people who hate other people for a long time were quiet about it and talked about these things among themselves. So, you know, there's a big job ahead of all of us. You know, all of us have to be together across nations and across religions and across nationalities and everything else to try to prevent a future that right now can seem so dark. I mean, we just had on the 6th of January an experience that was unthinkable before that. And my faith and my hope is in you people, in you young people. This is where I put my entire trust and my faith that you will take on. And when you hear at home or in the homes of your friends talk against other people, that you will be brave enough to say, oh, that isn't so, you know, let me tell you why it isn't so, and you know, you're wrong. It takes a lot of courage. I know it takes a lot of courage. Helene and Elenia, whose generation have to fight this. I mean, you guys are really on the forefront of having to fight this movement. On, you have to fight it, but non-violently. You cannot fight it with violence. And you need to speak up and speak out at all times and stand by people who are being persecuted. You have to always take the part and protect the person who is being persecuted by others for whatever reason, religion or color or whatever. And nationality, and that is very important. And you have to stick together. All of you young people have to stick together wherever you come from. And whatever your belief is, you have to stick together. For that, there were so many people out for Black Lives Matter. Also here in Hamburg. Yeah, and this is something. Weltweit eigentlich. Yeah, exactly. So, and this is where you have an advantage because you are so connected to people everywhere in the world, everywhere. You are connected and you can make this connection grow and become enormous. You can change the world. In the 1960s and end of 1950s, young people changed America's laws against Black people. You know, since then, Reagan and other groups have tried to take it back. And the last election has so upset the right wing, the Republicans,
that they're now trying to go back to the 1950s when Black people couldn't vote. So, you know, we have a big fight in America right now. We live in dangerous times. I've been a fighter all of my life. And I remember when I was still in hiding and we were in our little earthen dugout. And I thought to myself, if I ever lived, that I would never hide again. Good luck, guys. Thank you, Marion. We've been talking for more than 2 hours now. I think we all need... It's my fault. Absolutely. You are to blame. Right. No, I think this will be an evening and the recording as well. That Eric, do you want to show yourself as the one in the background? Put a camera on that we can see you. Wait a second. Eric's been typing in the background. And let I think we will never forget. And let me show you my hello, Rania. This is hi. So this is the person who has made my life a healthy life, because when we met, I was still suffering a lot. And he has allowed me to be me. He has never tried to say, oh, you shouldn't, or so, or you have to do this, or you it have to. It wouldn't do any good if I tried. So I just want you to meet the love of my life. This is Daniel. How are you? I'm fine. Thank you. He's a very special person. Hi, Eric. Because I was going to say, that's not Eric. That to me looked like Michael, and I thought Michael has changed a lot. Okay, thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you. I wish you good luck. And you can contact me anytime you want. And that's why they are so clear. That's why some of the things are so clear. When you say you're a visual person and images are so important for you, how do you feel when you see this illustration that one of my students did, the illustration of the woman with the baby? Yeah, I love it. I think it's great. Not a threat. No, I think it's great. I think it's absolutely wonderful to have, you know, the double. Du bist geimpft, Daniel ist geimpft und das Geld für eure Flüge ist von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft immer noch dabei. Ja, gut. Und wir hoffen, dass es im Mai oder spätestens im Juni klappt. Und selbst wenn es September werden müsste, können wir zumindest wissen, dass die jetzigen 9. Klassen dann noch an der Schule sind. Die sind dann 10. Klasse und hatten dann ausgiebig Zeit, sich deinem Buch zu befassen. Ja, freue mich schon. Ja, ich kann kaum warten. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir, okay. Tschüss, meine Lieben. Tschüss.